Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und da ist ein Clown. Der sieht aber so lieb aus. Der ist okay, der kann hier chillen. Was macht denn der hier eigentlich? Zischadertermin, okay. Aber Zischader, wie sieht das eigentlich hier aus? 2 in der Warteschlange ist noch in Ordnung. Wir können es jetzt laufen lassen. Es ist noch in Ordnung. So. Wir haben ja in der letzten Folge enorm viel gelernt. Wirklich enorm viel gelernt. Und wir werden jetzt noch mehr lernen. Also besser gesagt, wir werden noch mehr verbessern, besser gesagt. Und wir werden mal auch gucken, dass wir unsere Allgemeinmediziner ein bisschen verbessern. Wir müssen unseren Allgemeinmedizinern Diagnostik geben. Müssen wir ganz kurz gucken. Entleuchtungsklinik. Nee, das machen wir nie. Stationspfleger. Nee, brauchen wir auch nicht. Arztpraxis. Guck mal, den 2 können wir ja mal das 1er geben. Machen wir mal. Umso weniger gehen dann in die Diagnose. Umso weniger Dings sind auch hier, ne? Umso weniger Warteschlangen sind auch hier. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen weitermachen. Und das heißt, wir werden jetzt mal gucken. Das ist die Diagnose. Es wackelt ein bisschen. Ihr habt nichts getrunken, es wackelt ein bisschen. Das ist hier unsere Diagnosestation. Das heißt, wir werden ihn jetzt hier einstellen, oder sie. Das ist eine sie. Jobs. Und sie darf nur... Kann man irgendwie auch sagen, dass sie nur in der Diagnosestation arbeiten darf? Nee, kann man ihr nicht sagen, ne? Gut, dann machen wir Frakturenstation auch noch. Wir müssen natürlich jetzt auch hier Personal machen wir mal 2. So. Und sie schicken wir direkt mal zur Weiterbildung. Zur Weiterbildung. Und die kriegt mal Diagnose. Ne, obwohl, wir haben ja gelernt, dass direkt Station mehr gibt. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn wir der Stationsverwaltung 2 geben. So, und das war's. Komm, geh weg. Lass die Leute da rumliegen. Komm. Die können sich alleine heilen. Das, was brennt? Moment, was? Ich habe jetzt dafür einen Erfolg bekommen, dass... Bitte was? 28? Okay. Witzigerweise, wir haben es jetzt echt geschafft, dass die Allgemeinmediziner langsam laufen. Unsere Stationen laufen jetzt immer besser. Dafür laufen jetzt, natürlich hier läuft es jetzt nicht so ganz gut. Das kriegen wir aber auch noch hin. Das heißt, ich will mal ganz gerne wissen, was jetzt hier explodiert ist. Was ist jetzt bitte hier? Bitte, Mutti! Hä? Was ist jetzt hier explodiert? Ah, hier, war das die Maschine? Komm, verbessern wir kleinen Medikamentenmixer. War das die Maschine, die explodiert ist? Und die hier? Ja, das kann auch die gewesen sein. Mann, und ich hab's nie gesehen. Kein Kurs verfügbar für ihn, okay. Den können wir natürlich die nächste Behandlung reindrücken bei Weiterbildung, aber den können wir natürlich auch Motivation geben. Jetzt wisst ihr aber, was wir definitiv Dativ, Akkusativ jetzt als nächstes brauchen. Wir brauchen, nächste Station, um die Clowns
wieder hier loszuwerden. Die Zirkustherapie. Was? Leck mich am Hodensack. Echt jetzt? Bitte nicht in irgendwelche Löcher und haltet euch von Wänden mit Rissen fern. Oh, und ah, okay, jetzt habe ich echt kein Geld mehr. Okay. Gut, das liegt jetzt aber ein bisschen auch dran, da wir jetzt einige in der Weiterbildung haben. Warte mal, jetzt ist doch hier... Kann man jemanden reparieren? Jetzt haben wir ja hier wieder Platz. Moment mal. Ist halt die Frage, ne, ob wir denen jetzt Behandlung geben? Ne? Verbessert natürlich wieder die Behandlungskompetenz, was wir nur da brauchen. Was anderes brauchen wir nicht. Wir können natürlich aber auch... Das ist seine Zufriedenheit. Wir können natürlich aber auch Tempo und Effizienz geben. Oder das. Boah, das ist gerade echt schwer. Sollen wir den Behandlungskompetenz geben oder sollen wir den jetzt einfach mal Ausdauertraining geben? Ne, was war denn das? Ja, emotionale Intelligenz, genau. Ne, warte mal, das war der Ausdauer, ne? Ist Energie langsam mal schwinden? Ne, Motivation, genau. Wir geben eine Behandlung, komm. So. Weiter geht's. Und wir brauchen natürlich jetzt auch, ihr seht das gerade, wir haben sehr viele Clowns hier. Station haben wir zwar im Krankenhaus, ist okay. Unbeförderte 3 Mitarbeiter können wir auch machen, hoffentlich. Was haben wir noch hier für Aufgaben? Warte mal, Temperatur, das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Wo ist die Temperatur? Das können wir nämlich auch gleich, das müsste Temperatur sein. Wo ist die Temperatur beschissen? Also hier ist er einmal beschissen. Okay, da müssen wir gucken, dass wir hier nochmal eine Heizung hin machen. Hier machen wir eine kleine Heizung. Hier machen wir eine kleine Heizung hin. So. Oh, hier ist er. Oh ja. Na komm. Hat doch gerade gepasst. Das habe ich. Ey, es hat gepasst. Ey, es hat doch. Mann, Mutti. Okay, so. Oh, scheiße, okay. Hier haben wir gar keinen Heizkörper. Ich sehe es gerade. Und ein Heizkörper hier so hin. Okay. Haben wir einen Heizkörper hier hin. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob. Jetzt müssten wir eigentlich. Oh! Okay. Gut, dann machen wir aber hier machen wir große hin. Oh, hier einfach nochmal einen Heizkörper hin. Das ist doof. Wie machen wir das hier? Die passen ja alle nicht, ne? Man kann die jetzt auch nicht einfach hier... Doch, es geht. Okay, das geht. Okay, dann haben wir jetzt das Temperaturlimit erreicht. Dann gucken wir mal hier so. Das reicht erstmal. Die Leute sollen hier nie rumheulen. Okay, dann machen wir mal das hier wieder weg. Okay, wir haben echt viele hier, die zum Deprilator gehen müssen. Das sind echt viele. Okay. Deprimator. Ich habe Deprilator gesagt, es tut mir sorry. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt wieder im Plus kommen und dass wir den nächsten Deprilator jetzt bauen. Das ist gerade eine extrem heftige Einnahmequelle von uns, ne? Nee, machen wir jetzt erstmal nicht. Das ist wirklich eine gute Einnahmequelle gerade für uns. Und da müssen wir wirklich gucken, dass wir das jetzt hier
am Laufen bekommen, weil das läuft gerade bei uns gar nicht. Also wir haben das. Ah, die Heilrate. Die Heilrate läuft noch nicht so wirklich, ne? Warte mal. Irgendwo gab es doch mal... Gesundheit, ne? Patientenzufriedenheit. Personalzufriedenheit. Nee. Haben wir nicht irgendwo auch einen Button gehabt, wo man gesehen hat, welche Station übel scheiße läuft? Muss ich mal ganz kurz, wir lassen es einfach laufen. Irgendjemand meckert gerade wegen Gehalt rum. Hier. Meckern hier rum. Du hast dein Geld. Sei froh, dass du überhaupt was bei mir bekommst. Okay. Den könnte man nochmal Diagnose geben, aber ich würde wirklich sagen, dass wir ihm eher Allgemeinmedizin 3 geben, also den beiden Ärzten hier. Einmal Esther und Christopher. Drei. Hab das Geld nicht! Moody! Okay, warte mal, wir lassen es mal im Hintergrund laufen. Okay, es funktioniert nicht. Wir brauchen 30.000. Jetzt haben wir 30.000. Geht man natürlich direkt Allgemeinmedizin 3. Also vor Abzahlung. Müssen wir ja auch noch bezahlen. So, jetzt müsste es aber reichen, oder? 10.000 vor Abzahlung, 30.000. So, geht mal zu eurer Weiterbildung. So, wir müssen echt gucken hier. Hier läuft das gerade unfassbar beschissen. Also, an sich, also ich meine jetzt mit der Weiterbildung und sowas, ne? Und hier geht jeder echt gesund raus. Wir können ja mal ein bisschen hier beobachten. Fast jeder geht gesund raus. Nein, das wollen wir nicht angucken. Weg mit dem Scheiß, brauchen wir nicht. Wir sind das beste Krankenhaus überall. Überhaupt. Okay, der stirbt jetzt, ne? Doch! Ich sag ja, die Leute gehen hier mega gesund raus. Also hier läuft das gerade. Wirklich, hier läuft das gerade einwandfrei. Das heißt, wir brauchen jetzt noch so eine Station. Und wir müssen nochmal so einen hier ausbilden, ne? Der wirklich, könnten wir gleich eigentlich auch nochmal weiterbilden hier, den Typen. Aber der hat gerade so viel zu tun. Oh, die Frau, ne? Nee, den Typen, die Frau meine ich. Also, es tut mir leid, die Oberschwester. Machen wir mal kurz Pause. Das Unternehmen sagt, dass es lediglich die Gesundheit all seiner Kunden überwachen möchte. Das geht ja immer noch nie, ne? Egal wie oft ich das versuche, es wird nicht funktionieren. Wie machen wir das? Reicht der Platz hier? Dann machen wir es so. Komm, der Platz reicht direkt. Bisschen Cash haben wir ja noch. Das heißt, wir können auch hier in die Ecke eine Kanone stellen. Wir können hier... warte mal. Stell dich richtig. Hä? Nee, ist doch richtig, oder? Ja. Okay, das reicht schon gar nicht mehr. Schade. Mülleimer. Machen wir hier hin. Feuerlöscher machen wir auch direkt hier hin. Zum Hände desinfizieren machen wir hier hin. Wir machen hier direkt auch eine große Heizung hin. Dass wir da jetzt nie Manus bekommen. Eine Kaffeemaschine. Ganz wichtig. Eine wunderschöne kleine Pflanze. Die machen wir hier hin. Einen wunderschönen kleinen Schrank, den wir nirgendwo hinmachen können, weil wir kämpfen. Doch, hier haben wir Platz.
Ja. Poster. Die Ärzte müssen die Poster sehen. Die Patienten genauso und wenig. So einen Scheiß brauchen die Patienten nicht. Was die hier, Zeichnungen von toten Kindern, eine Uhr, ne, dass die Patienten nicht zu lange hier im Raum sind, das brauchen wir nicht sowas. Vor dem Platz. Ah, können wir hier auch noch drüber machen. Ja, Treibhaus ist immer gut, ne? Treibhauseffekt. Machen wir hier mit hin und Zertifikate. Zertifikate zeichnen immer einen guten Arzt aus. Auch wenn der Arzt scheiße ist oder der, ja, die Pflegekraft, scheißegal, Zertifikate müssen sein. Dann machen wir hier mal so ein paar hin. So. Ja, dann sind wir mit dem Raum schon wieder fertig. Dann machen wir kurz Pause. Dann stellen wir mal wieder einen Krankenpfleger ein und... Würde ich sogar fast schon sagen, wir nehmen hier den hier, der noch nichts hat. Und den werden wir erstmal hier piesacken. Ne, den werden wir natürlich direkt zur Weiterbildung schicken. Aber bevor wir den zur Weiterbildung schicken, da ist er, werden wir sagen... Wir könnten natürlich auch anpassen, ne? Da haben wir noch kein Geld reingesteckt. Komm, den können wir lila geben. Ich finde die Anpassung in blau, grün, ja, finde ich jetzt... Ja. Farben umkehren, ja, wow. Weiß ich nicht. So, jetzt ist die große Frage, wo lassen wir den arbeiten? Überall, wo der behandeln kann, ne? Hier braucht er keine Behandlungskompetenz. Hier braucht er keine Behandlungskompetenz. Hier nicht, hier... Doch, hier schon. Da auch, da nicht. Und da auch. So, sagen wir mal, der darf hier überall arbeiten, das ist super. Und wir schicken den direkt zur Weiterbildung und machen Behandlungskompetenz hoch. Machen wieder einen Auswärtigen. Und viel Spaß. Können wir direkt hier verbessern den Typen. Denn er wird gleich gut besucht sein. Ich denke mal, er wird gleich hier gut Leute haben. Guck mal, jetzt schon 6 Leute, ne? Ja, gehst du mal zu hier deiner Weiterbildung? Kollege. Was macht eigentlich der... Hä? Bin ich doof? Wieso ist der Pfleger... Das ist doch... Hä? Bin ich doof? Also ich finde das jetzt nicht schlecht, dass der Pfleger jetzt hier ist. Der kann das ja erstmal übernehmen. Weil der hat ja Behandlung. Okay. Wo ist denn der neue Typ? Hä? Bin ich doof? Wir hatten doch hier einen Typen, der gar nichts hat. Hier, genau. Genau, der wird gerade noch weitergebildet. Okay. Die Apothekenverwaltung, den können wir auch mal verbessern. Den Rest können wir eigentlich, ich guck mal ganz kurz, den Rest können wir so lassen, ja, erste Mal. Warte mal, der kann auch nochmal hier Frakturenstationen arbeiten. So, Frakturenstationen, ich weiß gar nicht, wie viel wir in der Frakturenstation jetzt gerade haben. Nur mal ganz kurz gucken, ein Mitarbeiter plus, reicht das? Ich glaube, wir brauchen noch einen, komm, machen wir 2 Mitarbeiter. Immer die, die gerade in Bereitschaft sind, die können ja mal kurz einspringen. Pause. Ganz ehrlich, wer braucht denn eine Pause? Nee, gibt's nie. Pause gibt's bei mir nicht. Hier sind jetzt 11 und sind direkt mal reparieren und das können wir eigentlich direkt mal verbessern. Komm, machen wir, verbessern wir direkt mal. Den Patienten können wir noch aufnehmen hier. Ey, da haben wir fast, da haben wir jetzt echt fast alles, ne? Da müssen wir jetzt nur das hier machen, ne? Aber wir verdienen ja eigentlich Geld, ne? Wir müssen Profit steigern und das Krankenhaus weiter ausbauen. Das kriegen wir jetzt aber, denke ich mal, hin. Das wird gar nicht mal das große Problem sein. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Den könnten wir eigentlich auch mal gleich zur Weiterbildung schicken, ne? Geben wir dem Motivation oder direkt nochmal Behandlung? Ist die große Frage, ne? Wir lassen ihn erstmal arbeiten. So, jetzt haben wir das eigentlich mit dem wichtigen Personal in Anführungszeichen ja jetzt erstmal hinbekommen. Jetzt aber die große Frage, was machen wir mit unseren Hausmeistern? Die arbeiten nicht wirklich effektiv.
Das haben wir ja auch fast geschafft hier, ne? Sehe ich gerade. Nee, warte mal, hä? Wo ist denn unsere... Das ist doch gar nicht unsere Forschungsstation. Nee. Wo ist denn hier unsere Forschungsstation hier, die nichts macht, oder was? Willst du mich verarschen? Das könnten wir natürlich auch machen, ne? Ist halt wieder ein Diagnoseverfahren, ne? Was wir dringend brauchen. Ich glaube, da machen wir nichts falsch. So, wer arbeitet jetzt? Ist immer noch der hier, ne? Okay. Wird er jetzt gerade verbessert? Das ist okay. Haben wir eigentlich alle ge... Aber hier, wieso stirbt er jetzt zum Beispiel? Okay, weil er zu lange gewartet hat. Er hat Kardiologie gewartet. Okay. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt noch eigentlich einen, ne? Wenn unser anderer Typ hier in der Pause ist. Ich werde das nie verstehen, in der Pause sein. Also gibt's bei mir nie Pause. Was ist das? Kenn ich nie. Kann man das essen? Jawohl. Auf Level 2 könnte man jetzt, ja, Radiologie erforschen wir jetzt. Projekt starten, Radiologie. Wunderbar. So, jetzt müsste es hier eigentlich richtig gut jetzt laufen. Ich glaube, wenn unsere Radiologie dann da ist, steigern wir unseren Profit auch enorm. So, hier sind jetzt 10 Leute, hier sind 11 Leute. Und der ist schlecht gelaunt, aber ich bin mal gespannt, wenn er rauskommt. Mal gucken. Okay, der macht einen richtig guten Job hier. Der macht einen richtig, richtig guten Job. Wo sterben die ganzen Spackomagus? Wollt ihr mich verarschen? Ja, halt 40 Patienten, das denke ich mal, kriegen wir hin. Natürlich hier. Hier sterben auch ein paar, okay. Kann man weiterbilden? In der Apotheke? Da können wir Behandlung, ne? Der Alten könnte man natürlich Behandlung geben. Sollten wir auch ganz, ganz, ganz dringend mal Behandlung geben. Okay, die ist aber zufrieden rausgegangen. Trotzdem, der geht mal hier Behandlung, hier der Schwester. Schwesterchen, du kriegst jetzt eine Weiterbildung in Behandlung. Der arbeitet auf der Stationspfleger, nee. Oh. Brauchen wir eigentlich niemanden mehr geben, ne? Komm. Verbesser dich mal. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht. Aber hier läuft's auch langsam gut, ne? Wenn hier die sag ich mal, Heilrate auf 100% hochsteigt, ne? Mal gucken. Okay, also hier dürften wir auch so gut wie fast keinen Todesfall mehr haben. Also es läuft langsam. Es läuft langsam. Wir brauchen aber langsam die Radiologie. Wir müssen jetzt unser Profit erhöhen. Hier läuft auch sehr gut, muss ich sagen. Entleuchter können wir reparieren. Ja, der muss man natürlich noch Behandlung reindrücken. Komm hier, mach mal. Gut, dann nehmen wir jetzt mal einen von meinen Leuten. So, wir haben unseren Ruf ganz gut verbessert. Warte mal, wir könnten mal gucken wegen neuen Objekten. Weil ich wollte irgendwas holen. Ich habe irgendwas gespart. Wen werden Sie finden? Die kleine Susi. Ich weiß schon gar nicht mehr für was. Papa Bacon? Gut, Weiterbildungstempo, ja, gut. Morselman. Spaß in der Hand. Jetzt nicht so unbedingt. Wie sind das so teuer? Das ist Radio
Ja, brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt. Hä? Ich weiß leider nicht mal, was das war. Irgendwas wollte ich mir holen. Für irgendwas habe ich gespart. War das in irgendein Raum? Doch, das sind meine Medikamente. Hör auf zu lügen. Du hast gar nichts zu sagen. Du bist gefeuert. Verpiss dich. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz hier. War das im Raum mit dabei? Gut, die Lampe bringt mir nichts, ne? Hier, das war doch der Arzneischrank, ne? Genau, Diagnose und Behandlung. Hier. Lass mal gucken. Das brauchen wir in jedem Raum. Mal gucken. Okay, hier geht das Ding nie rein. Hier geht das rein, okay. Objekt zu teuer. Ach, ficken sie sich. Da. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wirklich in jeden Raum so einen Schrank hinstellen. Ja. Also da, wo es sinnvoll ist. Hier ist es auch sehr wichtig. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir es hier noch rein? Nee, kriegen wir nicht mehr rein. Eigentlich macht sich das doch hier übers. Okay, hier, der ist gestorben. Das ist scheiße. Möchte ich nicht. Sterb woanders, du Vogel. Passt nirgendwo hin, ne? Okay, müssen wir mal kurz gucken. Krankenpfleger zur Frakturstation, bitte. Haben wir hier. Nee. Nee. Ja. Ja, dann müsste doch jetzt hier der Medikamentenschrank hinkommen, oder? Müsste doch eigentlich passen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ist mein Medikamentenschrank? Medikamentenschrank, wo bist du, mein Guter? Mutti? Warte mal, ich muss, glaube ich, hier drauf gucken. Hä? Bin ich doof? Da! Arznei. Da haben wir ihn. Machen wir natürlich hier mitten. Hier ist es ungültig. Okay, aber hier auch, logischerweise. Hier logischerweise nicht. Patient tot. Das ist so ein Running Gag bei mir im Krankenhaus. Patient tot. Nicht wundern. Ja gut, wir können ja natürlich auch den Schrank hier hinstellen, ne? Geht auch. So. Okay. Achso, die hat schon einen. Die könnte man eigentlich noch einen hinstellen, oder? Nee, ist noch ein Platz für noch einen da? Nee. Willkommen, wo sterben ihr gerade, meine Guten? Hört auf zu sterben, sonst gibt's Backen-Solo. Okay. Ich bin Ihr Moderator, Sir Nigel Bickleworth. Machen wir hier hin. Ja, machen wir vor die Heizung. Ist okay so. Oh, scheiße. Okay, hier los. Ungültiges Zimmer. Hier hin. Ich glaube, jetzt haben wir fast alle Räume, ne? Hier noch, hier hinten die Räume. Ah. So. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. So. Kriegt man noch. Guck mal, hier kriegen wir noch einen. So. So. So, so. Und so. Okay. Zimmer ist ungültig. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Ich glaube. Wir haben alle. Ja, Zimmer ist ungültig. Gut, hier hinten. Die Station fehlt noch. Pearl. Hier, warte mal. Neben der Kaffeemaschine. Ach komm. Lego Mio.
können natürlich auch hier, ne? Man könnte jetzt auch sagen, dass wir es... So, ne? Weil das ist ja ein Schrank, da kommt man von hinten auch ran, ne? Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Komm, machen wir so, ist okay. Sieht scheiße aus, aber ist doch egal. Nicht erreichbar. Zimmer ist ungültig. Wir müssen gleich immer noch gucken. Wir müssen mal dann in der nächsten Folge echt gucken, wo die am meisten gerade sterben. Ich glaube, wir haben alle Zimmer jetzt, ne? Ja. Okay, wo sterben die gerade am meisten? Ja, Notfall, Station ist okay, ist auch okay. Ich glaube, die sterben wieder bei mir in der Warteschlange. Ich glaube, die Leute sterben wieder bei mir in der Warteschlange, aber okay. Müssen wir jetzt durch. Den schicken wir direkt mal zur Weiterbildung und machen direkt mal Behandlung 2. Scheißegal, ob jetzt da Clowns sind. Wie sollen die Clownschule? Verpisst euch. Aber sonst, ne, läuft das jetzt richtig gut. Ne? Es läuft wirklich gut. Ne? Wir müssen mal ganz kurz hier die Gehälter angucken. Okay, hier müssen wir... Da müssen wir. Jawohl, haben wir alles. So. Wir gucken jetzt mal. Klar, die Todesfälle haben wir jetzt immer noch. Gehört dazu. Na komm. Neunzehn Mal gewonnen, 19 Mal, 9 Mal, 20 Mal, 20 Mal, 9, 7 Mal und 14 Mal. Und irgendwann kriegen wir das hin, dass wir keine Todesfälle mehr haben. Ich verspreche euch das und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.